Viele von euch haben mir geschrieben, dass ich mal einen typischen Quarantänetag in meinem Leben vloggen soll. Ich weiß nicht, warum man das sehen will, aber okay. Morgens klingelt mein Wecker halt meistens um 6.30 Uhr, sodass ich einen produktiven und langen Tag vor mir habe. Okay, eigentlich stehe ich immer erst um 10:30 auf. Dann nutze ich die morgendliche Ruhe, beantworte einige E-Mails und zum Frühstück esse ich dann eine ausgewogene Breakfast Bowl. Daraufhin mache ich dann mein tägliches Homeworkout und entspanne danach bei ruhiger Meditationsmusik. Bevor ich dann duschen gehe, rasiere ich noch meinen Bart. Richtig. Ich habe keinen Bart. Und nachdem ich mir dann meinen nicht vorhandenen Bart rasiert habe, putze ich mir meine Zähne, gehe duschen und stelle eine Waschmaschine an. Kommen wir nun allerdings zum Highlight des Tages, für das man sich dann gerne auch mal ein bisschen hübscher macht. Und zwar bringe ich den Müll nach draußen. Daraufhin zocke ich dann oft mit Freunden eine Partie FIFA und lege mich danach nach draußen in die Sonne. Allerdings immer nur so 5 Minuten, weil es mir danach einfach zu langweilig und zu warm wird. Dann nehme ich mein YouTube-Video auf. Hallo, mein Name ist Scheiße. Und schneide es. Hallo, mein Name ist Scheiße. Nachdem ich mein Video dann hochgeladen habe, schäle ich Kartoffeln, einfach weil ich nichts Besseres zu tun habe. Und dann denke ich über das Leben nach. Mein Leben ist scheiße. Nachdem ich über mein Leben nachgedacht habe, esse ich dann meistens Spaghetti mit Tomatensauce, weil ich so reich und so ein krasser Profikoch bin. Schmeckt wie mein Arschloch. Nach dem Essen mache ich dann Yoga, beziehungsweise schlafe einfach. Und dann skate ich durch meine Wohnung, beantworte wieder ein paar E-Mails und nehme die tägliche Dick und Doof Podcast-Folge mit Sandra auf. Irgendwann komme ich dann allerdings auch mal wieder aus meinem Aufnahmezimmer raus und realisiere, dass es schon dunkel draußen ist. Es ist ja schon dunkel draußen. Da ich dann denke, ich hätte den ganzen Tag noch nichts geschafft, mache ich dann oft irgendeine unnötige Scheiße im Haushalt. Und das klappt halt meistens ziemlich gut. Danach lege ich dann noch meine Wäsche zusammen und irgendwann gegen 22 Uhr mache ich mir dann auch noch mein Abendessen, und zwar Kartoffeln. Ja. Ich esse wirklich einfach nur Kartoffeln. Dann mache ich oft noch ein Kamilledampfbad, weil ich denke, dass ich davon hübscher werde. Ist aber nicht der Fall. Und zu guter Letzt putze ich mir dann nur noch die Zähne und gehe schlafen. Ich gehe jetzt schlafen. Ja, das ist so ein typischer, langweiliger Tag in meiner Quarantäne. Wenn euch das heutige Video gefallen hat und ihr eventuell mehr kurze Vlogs hier auf dem Kanal sehen wollt, dann lasst doch gerne...